Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Alex, aber heute mit einer quasi Sonderfolge. Das ist kein regulärer Podcast, denn aufgrund der aktuellen Lage auf dieser Welt, wieso jeder oder fast jeder von uns, habe auch ich das Bedürfnis, irgendwas tun zu können, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen und eben auch ihre geliebten Haustiere. Denn eins sieht man bei der großen Flüchtlingswelle, dass die Leute wirklich, wirklich versuchen, wenn es irgendwie machbar ist, ihre Haustiere mitzunehmen. Oder aber man hört wirklich schlimme Dinge aus zum Beispiel Odessa. Da gibt es einen Zoo, der natürlich verlassen ist und es gibt da kaum noch Futter für die Tiere und die Zoodirektion hat um Hilfe gebeten, weil sie nicht mal die Medikamente vor Ort haben, um ihre Tiere einschläfern zu lassen. Und darum habe ich beschlossen, wie letzte Woche auch schon, so ganz fantastisch die Diana von Voluminal ein paar von meinen Sachen, meistens Prototypen, das sage ich aber zu jedem Stück dazu, zu verkaufen. Vielleicht ist das eine Idee für euch, wie ihr schon mal den Vorrat für Weihnachtsgeschenke aufstocken könnt oder ihr habt jemanden in der Familie und sagt, oh, da suche ich noch ein Geschenk dafür. Vielleicht findet ihr hier bei mir irgendetwas, wo ihr sagt, das gefällt mir und damit möchte ich gerne eine Sache unterstützen, denn es ist so, das Land braucht auf alle möglichen Wege brauchten die Hilfe. Aber am allerwichtigsten ist Geld. Geld regiert nun mal die Welt und deswegen stelle ich euch gleich ein paar Sachen vor. Ich habe hier einen großen Korb stehen und wenn euch davon etwas gefällt, würde ich euch bitten, schlagt zu, seid großzügig und helft mir ein bisschen Geld zu sammeln. Wir haben das vor einiger Zeit, vor Weihnachten, haben wir das schon mal gemacht für einen guten Zweck. Das ging auch an den Deutschen Tierschutzbund mit Schwerpunkt ins Ahrtal, um da die Leute zu unterstützen. Da hatte ich unter anderem Wolle angeboten und es gab auch noch ein paar Spenden und ich hatte das auch hier gepostet und auf Instagram. Da sind mal eben, ne, in Anführungsstrichen, für diese paar Wollen, sage ich mal, 150 Euro zusammengekommen. Ich habe das noch ein bisschen aufgerundet und das habe ich hier in diesem Falle auch vor. Kurz zum Ablauf, wie ich mir das vorstelle. Ich halte euch Sachen in die Kamera und sage dazu ein Schlagwort. Also zum Beispiel bei einer Jacke sage ich Jacke und sage einen Preis, den ich mir dafür vorstelle. Und zu jedem Angebot, was ihr machen könnt, legt ihr bitte noch 5 Euro drauf für den Versand. Ne? Und wenn da etwas bei ist, was euch gefällt oder ihr jemanden wisst, für den das eine schöne Überraschung wäre, dann schreibt ihr mir eine E-Mail, das schreibe ich euch unten in die Infobox rein, eine E-Mail an eulenwolle@magenta.de und schreibt bitte ins Betreff rein, das Teil, um das es geht, zum Beispiel Jacke und wie viel ihr dafür bezahlen würdet. Ne? Also ich möchte quasi meine Sachen an euch verkaufen und das Geld für die Ukraine über den Deutschen Tierschutzbund spenden. Für den Fall, dass jemand von euch denken sollte, Mensch, die Menschen sind ja in Riesennot, warum denn jetzt für eine Tierhilfsorganisation? Die Ukrainer scheinen wirklich ziemlich so zu ticken, wie wir Deutschen auch. Die haben große Liebe für ihre Tiere. Und es geht nicht nur in erster Linie um die Tiere, denn es gibt ganz viele Leute, die hunderte Kilometer ihre Tiere mitnehmen über die Grenze und dann zum Beispiel in der Notunterkunft ihre Tiere, Hunde, Katzen, was auch immer, nicht mitnehmen dürfen. Seuchenschutzgesetz, wie auch immer. Das ist alles aktuell ein wenig vereinfacht worden, aber häufig ist es so, dass die Leute ihre Tiere abgeben müssen beim Tierschutzbund, in irgendwelchen Tierheimen, Auffangstationen, wie auch immer. Und
erst wenn sie irgendwann ein Zuhause gefunden haben, dann bekommen sie ihre Tiere wieder. Und all sowas muss finanziert werden. Und wenn man wirklich alles verliert und hat als einziges neben vielleicht einem Pulli und einer Jacke und seinem Perso-Ausweis sich noch den Hund unter den Arm geklemmt, dann ist das die größte Katastrophe, wenn man vielleicht dieses Tier auch noch verliert. Das Letzte, was man von zu Hause mitnehmen konnte. Darum ist mir diese Version total wichtig. Da haben alle was von. Nicht nur die Tiere, die natürlich auch, aber auch eben vor allem ihre Besitzer. So, es geht los. Ich zeige euch, was ich so im Angebot habe. Ich habe quasi meinen Schrank geöffnet und alles rausgeholt. Vielleicht, ich gucke mal, was ich euch so wirklich in die Kamera halte. Ich fange mit der Jacke an. Die ist euch vielleicht schon mal begegnet in meiner Podcast-Folge Das Erbe einer Künstlerin. Da hatte ich erzählt, dass die Mutter einer Kollegin verstorben war und die war eben Strickerin. Und davon habe ich aus ihrem Nachlass quasi diese isländische Kinderstrickjacke abgekauft. Die wollte ich meiner Nichte schenken, das habe ich auch. Aber wie das bei dieser Wolle so ist, die kratzt ihr zu sehr, auch mit Pullover drunter. Ja, die ist natürlich kratzig. Alle, die Islandwolle kennen, wissen, das kann, je nachdem wie empfindlich man ist, kann das kratzen. Und ich habe, weil keine Knöpfe dran waren, hier jetzt erstmal so ein paar Eulenknöpfe dran genäht. Die kann man natürlich jederzeit austauschen. Von der Größe her würde ich sagen, ist das bei Erwachsenen eine XS. Für Kinder zwischen 10 und 12, je nachdem, ob die Dolle groß sind, vielleicht auch 13, wäre das eine gute Größe. Und für die Jacke hätte ich gern 50 Euro. Ne? Die ist halt handgestrickt aus der originalen Wolle plus eben 5 Euro Versand. Also wenn euch diese Jacke interessiert, Mail an mich schreiben, in Betreff reinschreiben, Jacke, 50 Euro. Und dann muss aber bitte klar sein, dass da noch Versand drauf kommt. Ja, vielleicht gefallen euch auch mehrere Sachen. Dann schreibt ihr einfach Jacke, Schal, ins Betreff und dann schreibt ihr mir im Text nochmal genauer, was ihr genau haben wollt. Dann, das habe ich irgendwann mal zu meinen Anfangszeiten gehäkelt. Das ist nie benutzt worden und ich weiß die Anleitung nicht mehr. Das war auf jeden Fall ein Verlaufsbobbel. Baumwolle-Pulli gemischt, das ist so ein Lace-Tuch. Da habe ich noch gar nicht aufgenommen, da habe ich das mal irgendwann gemacht. Das ist also ein ziemlich tiefes Tuch und in etwa 1,70 breit, relativ tief, 65, 70 cm tief. Dafür hätte ich gern 20 Euro. Das kriegt das Wort Lästuch. Wo ist es? Ich habe nämlich quasi zweimal das gleiche Tuch. Ja, hier ist es. Nee, das ist es doch nicht. Okay, machen wir damit weiter. Auch ein Lace-Tuch aus der gleichen Mischung Poly-Baumwolle 50-50. Das ist das Häkeltuch Lizard. Nicht mein Design, ne? Ist nie benutzt worden. Es hat hier so einen Zackenschal, auch so Lace-artig. Also Lizard kommt von Excel, schreibt sich mit Z in der Mitte. Dafür hätte ich auch gern 20 Euro. Das ist jetzt nicht so mega breit. Ich würde mal schätzen, also 1,60 und hat eben diese Stufen. Dann, das ist mein Design, auch noch nie getragen, ist das Tuch Kaidil. Dazu findet ihr, wenn ihr Lust habt zu gucken, in meinen Videos die Anleitung zu. Das ist auch selbstgefärbte Wolle. Und
Das ist eben dieses Tuch hier nochmal mit einer farblich abgesetzten Borte. 1,65 breit, nicht besonders tief, ich würde mal sagen so 40, 45 cm. Die Wolle habe ich eben auch selbst gefärbt. Ja, 25 Euro, würde ich sagen. Kaidil schreibt sich mit C-A-I-D-I-L. 25 Euro. Wie gesagt, ihr müsst euch nicht scheuen, ihr könnt da gerne noch was drauflegen. Die Mützen, ich habe ein paar Mützen aussortiert. Das überlege ich mir noch. Ach, da ist es ja. Dann auch schon eine alte Anleitung, auch von mir. Das ist aus zwei Schoppelzauberbällen Farbe Zimtschnecke. Das Tuch Zugvögel. Das ist also ziemlich breit. 2 Meter in etwa, auch ungetragen, ne? Das ist eine Konstruktion, die ich mal entwickelt habe. Dafür hätte ich gern 30 Euro. Also ich orientiere mich so an dem Wollpreis in etwa, was das im Einkauf gekostet hat. 30 Euro würde ich sagen, so in dem Dreh. Also Zimtschnecke, das Tuch Zugvögel Zimtschnecke in der Farbe. Denn ich habe das auch nochmal aus Modal in dicker gehäkelt. In Blautönen. Und nur mal so, ne? Da ist noch nicht mal der Faden vernäht. Also es ist wirklich auch ungetragen. Das ist ein bisschen kürzer. Das ist so 1,75 auch. Wie ihr seht, nicht besonders tief. Man kann es so in Halbrundform spannen. Dafür hätte ich gern 25 Euro. Zugvogel Blau nenne ich das jetzt mal. Ja. Schön warm, schön kuschelig. Ist auch was für Leute, die empfindlich sind. Dann auch eine ganz, ganz alte Anleitung, tatsächlich wirklich nie getragen, ist das Tuch Kuschelmech. Und das ist richtig schwer, weil da ganz, ganz viele Wollen drin sind, verschiedene Wollen. Das ist so grau und beige abgesetzt und eine, sagen wir mal, dunkelbunte Borte. So ein Mustermixtuch, symmetrisch, ne? Da würde ich auch, naja, so 1,75, 1,80 breit, ziemlich tief, 70 cm. Das ist also ein schweres, ist quasi wie eine Decke zum Einkuscheln, ne? Darum heißt das auch kuschelmich. Dafür hätte ich gern 35 Euro. Also das nenne ich jetzt mal kuschelmich Klassik, denn ich habe noch ein zweites. Das ist auch wieder aus Modal, in sechsfädig. Das ist das Gleiche, ne? Kuschelmich Modal, so nennen wir das mal, mit Schwarztönen und so Magenta rübergehend ins Weiß. Das ist nicht ganz so breit wie das andere. So 1,70, 1,75. Ja, dafür hätte ich gern 30 Euro. Kuschelmich Modal. Dann, das habt ihr vor noch nicht allzu langer Zeit gesehen, aber ich habe gedacht, ich hau mal raus, ne? Nicht, dass ich nicht dran hängen würde, aber ja. Das ist mein gestricktes Tuch von Steven West, der Dudler, mit meiner Häkelkante hier unten, die ich improvisiert habe. Das ist so etwa 1,65 breit. In meinem Falle halbrund. Normalerweise hätte das unten Wellen. Dadurch, dass die Wolle von einer sehr, sehr teuren Handfärberin ist, ich meine damit nicht mich selber, sondern von wem anders, hätte ich dafür gerne 40 Euro. Na, das ist also wenn es mal hinkommt, aber 40 Euro. Also der Dudler von Steven West in diesen schönen Blau-Grün und Weißtönen. Dann, oh, da weiß ich nicht mehr, wie ich es genannt habe.
auch eine ganz alte Anleitung, auch nie getragen, auch aus Modal. Name weiß ich nicht, wir nennen es mal Diamant, damit ihr wisst, was gemeint ist. Das ist also nach meiner Anleitung einfaches Tuchhäkeln von unten von der Spitze aus in Modalmischgarn von dunkelgrau über mittelgrau zu hellgrau und weiß. Und der Clou ist, dass es ab einer gewissen Breite hinten geschlossen, dass man sich das Tuch also zweimal um den Hals wie einen Loop schlagen kann und hat dann vorne noch den Zipfel, den kann man verstecken oder eben einfach hängen lassen. Und das ganz Besondere ist, dass hier diese Glitzer-Rokai-Steinchen drin sind. Ja, also das ist einfache Breite. Ich würde sagen, es ist ungefähr vom Umfang her 1,50 Meter. Also das kann man sich wirklich gut zweimal um den Hals schlagen. Und dafür hätte ich auch gerne 40 Euro. Also Tuch, Diamant, Modal, 40 Euro. Dann, muss gucken, wie rum. Das ist ein Tuch von meinem Design. Tuchspurenelemente. Das hat seinen Namen von der Färbung von Schoppel. Es sind also zwei oder drei, weiß ich nicht mehr ganz genau, Knäuelchen von Schoppel in der Farbe Spurenelemente. Und da habe ich hier dieses asymmetrische Tuch rausgemacht. Da sage ich auch gleich, ich weiß nicht, ob es doller auffällt, hier ist ein kleiner Fehler auf der Rückseite. Das ist auch Mustermixtuch, asymmetrisch, 1,80 Meter breit, Tiefe vielleicht so ein bisschen mehr als 40 cm. Wenn ihr solche Sachen genauer wissen wollt, ich habe die Videos alle in meinem Kanal, da sage ich es nochmal ganz genau, ich habe noch nicht mehr alle im Kopf. Ne? Also dafür hätte ich auch gern 30 Euro. Ah, jetzt kommt eins meiner Herzblätter. Aber wie gesagt, ich will mich nicht lumpen lassen. Und auch hier sieht man, Anfangsfaden noch nicht vernäht, eine Anleitung von mir. Das ist Helena's Hep. Da hat die Helena vom Kanal Suppendrache mal ein tolles Video zu gemacht. Und das hat mich so gerührt, dass ich gedacht habe, davon brauche ich eine Häkelversion. Auch dazu gibt es eine Videoanleitung. Ne? Also ein schlichtes Tuch, was sehr, sehr groß ist, mit einer so ganz klassischen braunen Bordüre. Hier ist der Endfaden, also auch noch nicht vernäht. Ziemlich tief, ziemlich schwer, weil da glaube ich 400 Gramm drin sind, so in dem Dreh. Ungefähr 1,90 oder 2 Meter breit. Reine Merino. Von mir gefärbt. Dafür hätte ich gerne 50 Euro. Helena's Hep. Oh, auch ein altes Design. Ich habe das vor ein paar Tagen rausgelegt. Ich bin nun leider noch nicht vorher dazu gekommen, das Video hier zu drehen. So, auch wieder ein Modalmix-Tuch. Das ist das Tuch Seitenstreifen in so dunkelblau, Magentaton und weiß. Ungefähr 1,65, 1,70 breit und vielleicht so 50 cm tief. Also diese Modaltücher, die sind natürlich für alle, also für, entweder für Wollallergiker oder für Leute, die sehr, sehr empfindlich sind, aber auch für jeden anderen was. Weil das Geile am Modal ist halt, das kann problemlos in die Waschmaschine, das kann sogar in Trockner, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Das ist aber natürlich ungetragen. Ja, für das Tuch hätte ich auch gerne 30 Euro. Dann habe ich im Sommer, vorletzten Sommer,
aus einem Merino-Seiden-Mix, den ich selbst gefärbt habe. Diesen lässigen Sommerschal, das sind also wirklich auch nur 100 Gramm. Der ist weit über 2 Meter lang mit dem Entenfußmuster gehäkelt. Den kann man auch noch in eine Breite spannen. So hat er, glaube ich, so 14, 15 cm Breite und ist eben weit über 2 Meter lang. Das mit den Fäden ist immer ein ganz klares Anzeichen, ist noch nicht getragen worden. Aber auch die anderen Sachen. Ich habe keine Sache hier im Angebot für euch, was getragen ist. Ne? Also das waren, glaube ich, 25% Seide und der Rest Merino, selbst gefärbt. Ich glaube, das heißt auch Lace-Schal mit dem Entenfußmuster. Auch das könnt ihr nachgucken. Also 100 Gramm, ein ganz, ganz leichtes, schmückendes Stück. Das heißt ja nicht, dass man das nur im Sommer anziehen muss. Schal-Entenfuß. Dafür hätte ich gern 25 Euro. Ja? So, dann habe ich noch ein Set, das habe ich noch nie verfilmt. Das wollte ich immer mal machen, ist auch schon ganz lange her. Das ist also auch ein Modal-Mix, ein Möbius. Das sollte ich vielleicht mal machen. Also mit dieser Schlaufe, mit einem Umfang von ungefähr 1,40 Meter, 1,50 Meter vielleicht. Also dass man sich den super gut um den Hals schlagen kann. Auch wieder unheimlich weich, also ein bisschen luftiger hier mit dem Muster. Aber trotzdem natürlich, wenn man zweimal umschlägt, wärmend. Und dazu gibt es noch die passende Mütze. Gleiches Garn natürlich, ne? Farbverlauf. Von innen heraus, das ist ja bei Möbius so, dass man von innen nach außen arbeitet, auf beiden Seiten. Und die Mütze passend dazu. Dafür hätte ich gerne 40 Euro für beides zusammen. Ich muss mir nachher das Video angucken und alles aufschreiben. Ja. Dann, was haben wir denn hier noch? Ich glaube, das habe ich genannt Deckenmuster. War ein Resteprojekt. Da sind also ganz viele unterschiedliche Wollen drin. Alles sehr hochwertige Wollen. Und da habe ich euch mal dieses Deckenmuster vorgestellt. Und habe das zum Schluss zusammengenäht auf der Rückseite, dass ein Kaul entsteht. Ne? Der ist hoch, würde ich schätzen, 35 cm. Der Faden. Und so, dass man ihn eben einmal als Halssocke über den Hals zieht. Oder man kann auch quasi als Kapuze das Ganze dann auch noch hochziehen, wenn ein bisschen kälter ist. Dafür hätte ich auch gern 20 Euro. Wie gesagt, das Geld ist nicht für mich, das wird 1:1, ohne dass ich irgendwas abziehe, gespendet. Ganz, ganz fest versprochen, ich will mich an nichts bereichern, ich möchte nur, dass... Fine kommt gerade rein. Das, was ich zusteuern kann, gebe ich von Herzen gerne freiwillig. Und wenn ihr daran eine Freude habt, umso besser, ja, und ich möchte euch motivieren, ja, zu spenden. Und ich gebe das weiter und versprochen, natürlich werde ich das auch hier bekannt geben im nächsten Podcast oder ich poste es mal zwischendurch, je nachdem, wie flott das Ganze geht. Ganz, ganz fest versprochen, ne? Also ich will davon gar nichts haben. Wäre ja auch dumm, ne? Wenn ich hier so ein öffentliches Video mache und dann davon irgendwas für mich behalte. Das kommt nicht in Frage. Ich möchte euch halt nur bitten, noch die Versandkosten zu übernehmen. Ja, dann habe ich auch schon relativ lange auch noch nie getragen. Aus Modal in einem Farbverlauf. So Beere, ein brauner, weiß ich, ein Farbton nicht mehr und so ein Sandton, ein Schlauchdingens. So, das geht so ein bisschen in die Breite, ne? Da gab es vor ein paar Jahren mal einen super Hype. Den habe ich natürlich auch gerne mitgemacht und das fühlt sich super an. Und auch dazu gibt es eine passende Mütze.
für dieses Set hätte ich auch gerne 40 Euro. Also Schlauchdingens plus Schlauchdingens Set ist das Stichwort. Ja, ach Mensch, mir tauchen manchmal so Sachen auf, die man so total vergessen hat. Eine Anleitung von mir ist dieser Multifunktionsschal. Wer das genauer wissen will, das ist, also guckt euch das Video an. Da erkläre ich nochmal ganz genau. Das ist quasi, ach, also ein Schal, offensichtlich. Mit so einem ganz tollen Garn, das war von der Knit Crate Box irgendwas, mit Leinen und Seide und Wolle oder so. Also wirklich sehr, sehr schön, in so einem Beige mit ein bisschen Grau drin. Und der hat halt so Standardmaße und dann kann man, hier kann man so ein bisschen sehen, kann man auf ganz, ganz viele Arten die Enden aneinander knüpfen und kann das entweder als Schal tragen oder als Poncho oder als Loop oder als hier so Bolero-Jäckchen, Seelenwärmer. Und ein Band ist hier drin und es kann sein, dass man, wenn man es anders binden will, auch das zeige ich in dem Video, dass man ein zweites Bändchen braucht, das gibt es natürlich dazu. Dafür hätte ich gerne 30 Euro. Multifunktionsschal 30 Euro. Also die kratzt auch gar nicht. Die ist wirklich sehr, sehr hübsch. Das kann man ja alles immer gar nicht selber anziehen, ne? Dann hatte ich, das glaube ich auch schon bald 2 Jahre her, das Lace-Tuch Gretchen im Sommer mal hochgeladen. Das ist so ein ganz kleines, dezentes Lace-Tuch. Ich weiß noch, die Wolle war, die hatte ich gekauft von Uschi Tita, eine ganz, ganz tolle Färberin, deutschstämmig, lebt aber in den Niederlanden. Und da habe ich dieses Lace-Muster draus gemacht. Und ja, es ist mehr ein Schorlett, also ich würde sagen, es ist so ungefähr 1,70 breit. Ich habe das aber auch nicht krass gespannt. Also so Lace lebt davon, dass man es auch nochmal richtig, richtig dolle spannen kann. Und das kann man mit diesem natürlich auch dann noch machen. Das ist so ein kleines, hübsches, buntes, fröhliches Tuch. Gretchen. €30. Die Wolle war ziemlich teuer. Ja. Das nehmen wir gern. Und jetzt muss ich aufpassen, dass Jette sich hier nicht in meine Häkelprojekte stürzt. Dann habe ich für euch dieses Baktustuch, habe ich auch selber designt im Rahmen zu den Drachentüchern für Game of Thrones. Da hatte ich so eine ganze Serie gemacht, also zu jedem Drachen ein Tuch, alles, alle unterschiedlich geschnitten. Und das war, glaube ich, Viserion. Und das ist eben im Baktus-Stil, dreifarbig, da ist Merino drin, da ist aber auch das Gelbe, ist ein Alpaka-Merino-Mix. Und das Braune, da war ein bisschen Yak drin. Das ist auch so 1,75 breit, nicht besonders tief. Kann man also auch so als für einen Mann zum Beispiel als Schal ganz gut nehmen. Ne? Dafür hätte ich auch gerne 30 Euro. Also Baktus, Drachenschal, 30 Euro. Ich habe hier so wirklich so ein paar ganz exklusive Teilchen. Also viele davon, wenn ich sage, es ist mein Design, dann sind das sehr, sehr wahrscheinlich die Prototypen aus den Videos, die ihr kennt. Bei dem hier bin ich mir nicht ganz sicher. Ich zeige es einfach mal, ob da, wenn das jemand haben möchte,
Ich habe letztes Jahr eine Anleitung gemacht für so einen lasigen Drachenschal mit großen Zacken, wo unten auch noch ein paar Perlen drin sind. Der ist sehr lang, also ist rein schwarz, ne? Jetzt kann man es ganz gut sehen, rein schwarz. Der ist ein bisschen, also ist Merino und Kaschmir-Mix mit diesen Perlchen, mit V-Maschen gearbeitet, wirklich ziemlich simpel. Und da kann man übrigens auch nochmal die Zackenabstände selber steuern, wie man das möchte. Ich würde mal schätzen, es ist so 1,80, 1,85 breit. Auch ihr könnt das so im Vergleich an mir sehen. Natürlich asymmetrisch, an der Stelle nicht besonders tief, so vielleicht gute 40 Zentimeter. Dafür hätte ich gern 30 Euro. Drachenschal. Schwarz. Das ist tatsächlich das einzige Tuch, was ich einmal getragen habe. Es kann ja sein, dass jemand von euch sagt, ich brauche schon seit langem ein schwarzes Tuch, dann bekommt ihr das, ansonsten bleibt es bei mir. Oh, das ist aus meinen Anfängen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, ich habe mal eine Anleitung gemacht, die ich auch immer noch total gut finde, für so ein Kragentuch. Triangel habe ich es genannt. Also so ein kleines Krägchen, ähnlich wie bei dem Diamanttuch, ne? Was dann nach unten hingehend eine Spitze hat. Und das habe ich auch noch mal in groß gemacht. Also auch das kann man sich locker umhängen oder auch zweimal um den Hals oder aber so ein bisschen asymmetrisch, sagen wir mal vielleicht so. Einfach mal überwerfen im Sommer, ne, wenn man noch so ein bisschen was braucht. Das ist auch ein Modalgarn. Wie nenne ich es denn mal? Ich nenne es mal Triangel, weil da auch drei Ecken drin sind. Also das ist quasi eine Modifikation in groß von dem Tuch und da hätte ich gerne 20 Euro für. Dann, ach ja, so schön und auch nie getragen, weil man kann ja nicht alles tragen. Das Tuch Aura, dazu hatte ich auch mal eine Anleitung gemacht. Findet ihr auch unter der Bezeichnung eure Aura mit diesem schönen falschen Zopfmuster unten am Rand. Das gefällt mir also sehr, sehr gut. Das ist auch nicht besonders tief, 1,65 ungefähr breit, auch von mir selbst gefärbt. Dafür hätte ich gerne 25 Euro. Tuch Aura. Denkt dran, ihr müsst dann nicht mal mehr selber machen, ne? Also ihr habt ein Original, ihr habt ein schönes Geschenk und ihr müsst es nicht mal selber machen. Und ich habe, würde ich sagen, so ziemlich überall echt hochwertige Wolle, ne? Entweder gefärbt oder gekauft. So, dann machen wir das zuerst. Das allererste Ornamentus-Tuch. Das ist wirklich, wirklich das Original. Und auch hier seht ihr, habe ich nie getragen, hängt der Faden dran. Das ist also das allererste aus den Anleitungsvideos. Und es ist falsch rum. So gehört's. Da ist das Grau der Modalmix und das Blau ist handgefärbte Wolle in sehr, sehr weich. Ich glaube, es war ein Schibotgarn. Ja, das ist das Tuch Ornamentus. Ungefähr 1,75 breit. Ich weiß bei vielen Sachen gar nicht. Natürlich finde ich das total schön, ne? Sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Und das ist ein Tuch, was bei euch sehr, sehr gut angekommen ist. Aber nein, für den guten Zweck kann es weggehen. Ornamentus, da hätte ich gern 40 Euro für. Also ins Betreff Ornamentus und 40 Euro reinschreiben. Wenn ihr jetzt aber sagt, ach, ihr legt nochmal einen Zehner drauf, dann schreibt ihr rein Ornamentus 50 Euro. Ja?
Zum, wie wir das mit dem Geld machen, da sage ich gleich noch was. Ja, und was ganz Neues. Was ganz Neues. Auch ein Set habe ich eine Strickanleitung zugemacht. Die Wolle ist von mir gefärbt. Das ist das Tuch Simplicus. Das ist also so ungefähr so 1,20 ist es, glaube ich, breit. Hat oben diese Hebemaschen, ansonsten rechts kraus und ein Eichhornrand. Fräulein, du musst dich mal langsam entscheiden. Ich weiß, dass das laut ist bei euch. Das tut mir auch wirklich leid. Das sind halt ihre Krallen hier auf dem glatten Boden. Also von mir gefärbt, 100% Merino in die Kehlstärke. Und passend dazu die Mütze Simplicus. Ne, die zum Umschlagen. Gleiche Färbung, beides aus einem Topf gehört zusammen. Dafür hätte ich auch gerne für das Set, also Set Simplicus, 40 Euro. Warum nicht mal so ein Niki-Tuch, ne? Das sieht übrigens, die Hebemaschen sehen von der anderen Seite ein bisschen deutlicher aus. Die sehen so aus. Ja. Dann habe ich, als ich damals mich mit dem Thema halbrunde Tücher beschäftigt habe und das Ornamentus bei rausgekommen ist, da habe ich auch noch das Tuch Nertus gemacht. Das ist ein bisschen breiter, also geht schon so an die 2 Meter und das hat so Keile. Ne? Und da ist das Weiß auch wieder modal. Und das Bunte ist handgefärbte Sockenwolle, aber in weich, in sehr weich von Schibortgarne. Also Nertus mit TH. Dafür hätte ich auch gerne 40 Euro. Ich habe übrigens größtenteils die Mützen rausgesammelt, es sei denn, es geht hier so um die Sets, weil ich denke mal, die können noch sehr gut als Sachspenden gebraucht werden. Ne? Die gebe ich dann als Sachspenden weiter. Jetzt weiß ich nicht, wie ich es genannt habe. Diesen Schal oder Loop, den fand ich schon immer toll. Auch dazu habe ich eine Anleitung gemacht. Da sind die Streifen so diagonal. Vielleicht seht ihr das am besten, wenn ich ihn mal so hätte. Der wird also so diagonal gearbeitet als Schal und wenn man dann möchte, kann man das Ganze zusammenfügen. Das ist aus 2 Wollen von Manufaktur Mamuna, die es leider nicht mehr gibt. Wunderschöne Färbung. Der ist ein bisschen breiter. Also ich würde mal sagen, der ist so in etwa 30 cm breit, vom Umfang 1,50. Also kann man sich auch gut zweimal um Hals wickeln und abgeschlossen hier mit den Krebsmaschen. Und dafür hätte ich gerne 30 Euro. Diagonalschal nennen wir das Ganze mal. Auch noch nie getragen. Finde ich auch, geht durchaus für einen Mann. Ja, und dann hat mich neulich jemand angeschrieben. Da ging es um diesen ganz einfachen Häkelpulli, den ich mal vorgestellt habe. Ist schon ganz lange her. Und hat mich gebeten, Susi war es, glaube ich. Entschuldige, falls das jetzt falsch ist. Hat mich gebeten, ob ich das nicht nachfärben kann. Jetzt ist das so, habe ich gemacht. Aber auf einer anderen Base, weil die Wolle, die habe ich damals, das ist ein Baumwoll-Merino-Mix, ne? Die habe ich damals bei einem Lieferanten gekauft, wo ich dann, als ich angefangen habe zu färben, also richtig zu färben, als Kleingewerbe, wo ich dann natürlich vorher alle abgeklappert habe, wie sieht's denn aus? Könnt ihr mir versprechen, dass das Garn mulesingfrei ist? Und das konnte der Hersteller nicht. Und darum bestelle ich da schon ganz lange nicht mehr. Jetzt wollte
diese Zuschauerin gerne die Färbung haben. Das habe ich dann auf meiner extra feinen Sockenwolle gemacht. Und das sieht auf der Wolle ganz anders aus. Das konnte ich ihr nicht anbieten. Nur für den Fall, dass du das gerade guckst, ich bestelle nochmal andere Wolle, wo auch Baumwolle mit drin ist und versuche es dann nochmal. Also so in der Form geht es nicht. Ich hatte ihr dann angeboten, du kannst den Pullover haben. Die Maße sind so in etwa, also wenn man es ganz locker trägt für eine M, aber da passt auch locker eine L rein. Das hätte aber wahrscheinlich in ihrem Falle nicht gepasst. Ich habe das Ganze dann nochmal gewaschen und versucht mehr zu spannen. Das hat sich dann aber alles wieder so zusammengezogen. Also für den Fall, dass jemand Interesse an diesem Pulli hat oder du, ich glaube Susi, sagst, naja, die Maße hatte ich dir ja geschickt, ne? Das ist, glaube ich, vom Umfang waren das hier irgendwie am Rumpf 95 cm. Der wäre auch zu verkaufen. Auch noch nie getragen. Dem bin ich nämlich relativ zügig entwachsen. Ist halt so. Ja, aber halt so wie er ist, ne? Also wir können nichts anstückeln. Abtrennen habe ich jetzt keine Lust zu, könntet ihr aber dann theoretisch machen. Der hat gerade Ärmel, wie gesagt, ein Baumwoll-Merino-Mix. Kann ich so ganz ausschließen, dass nicht vielleicht noch ein bisschen Pulli drin ist, wenn dann aber nur ganz geringfügig. Und alle Ränder sind hier mit Krebsmaschen in diesem Hellgrün abgesetzt. Also kann ich jetzt tatsächlich echt nur sagen, Unikat-Pullover. Auch das könnt ihr ins Betreff reinschreiben und dafür hätte ich gerne 50 Euro. Ja. Ich habe noch so außer Konkurrenz noch zwei Sachen. Ihr wisst ja, ich bin großer Outlander-Fan und habe da schon so ein paar Sachen mir zu überlegt, die farblich vom Stil her passen. Und da habe ich mal aus diesem, es ist glaube ich Hälfte Alpaka, Hälfte Merino, ganz, ganz dickes, hier so Worsted Weight ist das, dickes Garn. Da habe ich mal diesen Möbius für Brianna gemacht. Den kann man natürlich auch wieder zweimal um den Hals schlingen. Und dann hat man hier so einen ganz dicken Kragen dran. Und je nachdem, welche Farbe ihr besser findet, kann man das so oder so schlagen. Auch den habe ich nie angehabt. Der ist sehr, sehr schwer. Ich glaube, also mindestens 300 Gramm. Auch dafür hätte ich gerne 40 Euro. Ne? Der ist hier so in so einem Rippenmuster. Möbius Brianna. So. Ich habe hier noch so ein paar Kleinigkeiten, da weiß ich nicht, ob das was für euch ist. Die zeige ich euch gleich trotzdem nochmal. Dann, auch ein Unikat gibt es nur einmal, ist dieser Topflappen- oder Ofenhandschuh Knutschfrosch. Den habe ich auch vor einiger Zeit mal gemacht. Das kann man wahlweise auch als Handpuppe nehmen oder um in der Badewanne jemanden den Rücken abzurubbeln. Ursprünglich aber gemacht als Topflappen. Wenn den noch jemand haben möchte, da würde ich sagen, macht mir ein Angebot, ein vernünftiges. Da möchte ich keinen Preis festlegen. Einfach ins Betreff reinschreiben, Knutschfrosch und Summe X. Wie gesagt, geht alles zu 100% weiter an den Deutschen Tierschutzbund. Ne? Und ich glaube, so mache ich es auch mit diesen restlichen Sachen. Es sind so ein paar Einzelteile über. Also einmal Briannas Handstulpen, die habe ich gehäkelt. Die sind wirklich super weich. Das ist eine Schachenmeier, Merino und dazu so ein Lace-Faden. Hauptton grau und der Lace-Faden ist so grün. Das machen wir wie beim Ofenhandschuh.
Da sage ich keinen Preis. Und wenn die jemand haben möchte, die Stulpen, also Handstulpen, und möchte die dazu bestellen, schlagt einen Preis vor. Das gleiche gilt für diesen Schal im Farbverlauf. Der ist also gute, also als Loop, ne, den habe ich geschlossen, den könnte man natürlich auch wieder öffnen. Das sind so einmal Farbverlauf und einmal Reste miteinander gemixt, aber hochwertige Reste, handgefärbte Reste. Das machen wir auch so. Falls jemand den, wie nehmen wir denn den? Loop, Reste-Loop, Reste-Loop. Auch da könnt ihr gerne einen Vorschlag machen. Ja, Reste-Loop. Was haben wir hier noch? Die Baskenmütze. Das ist, würde ich sagen, für ein Kind ist es fast zu groß, aber so für einen schmalen Kopf, also so, ich würde mal sagen, bis 55 cm Kopfumfang würde die Baskenmütze passen. Das machen wir genauso, wenn die jemand noch dazu haben möchte. Das ist so ein Farbverlauf. Ich glaube, es war Lana Grossa. Macht mir einen Vorschlag und dann kannst du die dazugeben. Dann habe ich dazu, warte mal, da war doch noch eins. Ach ja, ich habe noch zwei Stirnbänder im Strickstich, also gehäkelt, aber im Strickstich. Das habe ich gefärbt. Stirnband braun, gleiche Regel, wenn das jemand haben möchte, macht mir einen Vorschlag. Und Stirnbandstreifen, das ist in so einem Flieder und Weiß. Dann habe ich hier noch aus einer Kaschmirwolle, dazu habe ich auch eine Anleitung gemacht, eine Mütze, schön in Schwarz und schlicht im Perlmuster gehäkelt. Das machen wir genauso. Ne? Vorschlag machen, die ist also schön leicht. Eine schwarze Mütze kann man eigentlich immer gebrauchen. Was haben wir noch? Haben wir noch was? Ja, eine kleine Sache. Diese Zwergenmütze könnt ihr auch bei mir nachgucken. Gibt es eine Anleitung für Kinder? Zwergenmütze, die ist aus handgesponnener Wolle, die habe ich mal von Katharina geschenkt bekommen. Die finde ich richtig toll, also die hat sie selber gefärbt und dann selber versponnen. Und das ist, ich würde mal sagen, Moment, also vielleicht so für ein Kind bis 6 Monate würde das passen. Ne? Auch da machen wir es so. Hier oben noch so ein kleiner Pinsel dran, wenn die jemand mitbestellen möchte, mithaben möchte, macht mir einen Vorschlag. Ja. So, ihr Lieben, das waren die Sachen, die ich euch anbieten möchte, ans Herz legen möchte. Also noch mal ganz kurz zusammengefasst, wenn euch etwas interessiert, ein Teil oder mehrere Teile, dann schreibt mir eine E-Mail an eulenwolle@magenta.de. Schreibt ins Betreff rein, was ihr haben wollt und den Endpreis. Versand fällt natürlich selbstverständlich nur einmal an, ist ganz klar. Also wenn jetzt jemand von euch sagt, ich möchte die Perlmütze und den Drachenschal und die Stulpen, natürlich, da gibt es nur einmal Versand. Das ist quasi nur, um die Kosten abzudecken. Ich packe auch jedem Geschenk noch ein kleines Goodie mit rein. Der Tim möchte mit ins Bild. So noch, ne, als kleinen Anreiz. Und ich möchte ganz gerne das Geld sammeln über PayPal. Ne?
Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich werde mich da gleich mal schlau machen, wie das ist. Ich glaube, man kann auch Geld sammeln. Dann wird es wahrscheinlich einen Betreff geben, aber so oder so über PayPal überweisen an mich. Und wenn alles zusammengekommen ist, ich sage jetzt mal, ich würde dem Ganzen jetzt hier gerne 2 Wochen geben, ne? Alles, was nach 2 Wochen zusammengekommen ist, da könnt ihr euch dann sehr, sehr gerne nochmal das nächste Video angucken, vielleicht sogar im nächsten Podcast, weiß ich noch nicht genau. Dann sage ich euch, was weggegangen ist und wie viel Geld zusammengekommen ist. Und das geht dann zu 100% an die Deutsche Tierschutzhilfe. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mitmacht. Natürlich nur, wenn euch was davon gefällt, ne? Also, das sind alles Sachen, die ich zu 100% selber gehäkelt oder gestrickt habe. Das kennt ihr ja, ne? Das sollte schon in Hände gehen, wo es auch getragen wird. Das wäre schade, wenn das irgendwie in einer Kleidersammlung verschwinden würde. Dann macht dann lieber nicht mit, ne? Aber vielleicht gefällt euch ja irgendwas und ich hoffe, wir kriegen ordentlich Kohle zusammen. Ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne noch was drauflegen. Und ich würde sagen, es geht nach Geschwindigkeit. Also schreibt mir eine Mail. Und wenn es weg ist, dann ist es weg. Wenn es noch nicht weg ist, also ich antworte euch entsprechend, ne? Nur gebt mir also alle Infos, die ich brauche, damit ich das an euch verschicken kann. Dann muss natürlich vollkommen klar sein, ihr müsst geschäftsfähig sein, das heißt volljährig sein und ihr müsst damit einverstanden sein, dass ich eure Adresse für den Versand verwende. Das wird für nichts anderes verwendet. Aber im Idealfall hätte ich es echt gerne, dass es so vielen Tieren, wie es irgendwie geht, so gut geht wie Jette und Fine und ihren Menschen genauso viel geben und trösten können, wie das viele von euch kennen. Ne? Also ja, darum machen wir das Ganze jetzt hier und ich danke euch ganz herzlich. Seid großzügig, macht eure Portemonnaies auf, ihr kriegt dafür auch wirklich was versprochen und dann sehen wir uns ganz bald wieder zur Anleitung oder im regulären Podcast. Auf jeden Fall werdet ihr hier von mir absolut erfahren, wie es weitergeht. Macht's gut, bis dahin. Ich sage Dankeschön. Tschüss.